Ja, hallihallo, hallöchen Leute, willkommen zum neuen Wochenendprojekt. Ja, Lego Star Wars ist vorbei, mit Lego Star Wars 2 ist es ja nun nichts geworden, aber ich habe ein neues Spiel gefunden, worauf ich mal wieder richtig Bock habe. Es ist Pokémon Feuerrote Edition. Ja, was ist zum Spiel zu sagen? Es ist einfach nur die rote Edition mit verbesserter Grafik. Es ist die an die Grafik von der goldenen und silbernen Edition angepasst worden. Und es gibt zum Teil, oder es gibt auch schon die neuen Pokémon aus Gold und Silber. Wir haben also nicht nur die alten Pokémon. Hier geht das Intro wieder von vorne los. Will ich mir jetzt nicht angucken. Haben wir schon gesehen. Und ja, ich hatte mir wieder Bock auf das Spiel. Ich starte auch gleich los. Ich glaube, mein Gamepad müsste noch eingestellt sein. Ich starte ein neues Spiel. Das ist ein altes Spiel von mir. Ich starte jetzt ein neues Spiel einfach. Die Knöpfe und Tasten werden ihrer Wichtigkeit noch erklärt. Ah, ich habe jetzt mal wieder voll die falsche Taste gedrückt. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Hab ich doch nicht. Egal. Was war das jetzt? Egal, wir brauchen die nicht. Mann, verwirrt. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Na, mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Redest du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Was bin ich denn? Ich glaube, ich bin Junge. Wie lautet dein Name? Nee, machen wir's richtig. So. Ben. So. Okay. Genau, dein Name ist also Ben. Ja. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Scheiß Alzheimer, wa? Grün. Gary, Hugo, Michael. Nennt man Grün. Nee, komm, machen wir Gary. Ah, war es Gary? Ja. Gary, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Gary. Fehlt nur noch, dass er miaut. Ben, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und los geht's! Wir gehen zuerst mal an unseren Rechner und ich merke, dass ich keine Vorspultaste eingestellt habe. Oh. Cool. Wieso habe ich keine Vorspultaste drin? Das kotzt mich jetzt an. Das muss ich jetzt gleich mal ändern. Sorry, Leute. Wieso habe ich keine Vorspultaste? Button, Select, Rücktaste, Start, Speed. Möchte ich die Taste haben. Danke. Ah, viel besser. Viel besser. Ben, schalte den PC ein. Was willst du tun? Itemlager. Item nehmen. Und ich habe einen Trank drin. Also wie in der richtigen roten Edition. Ausschalten. Ach komm, mach. Eine Nachricht. Wenn du nicht weiter weißt, rufe das Hilfen durch. Drücken der L oder R-Taste auf. Ja, du mich auch. Ich weiß aber immer weiter. So, Alabastia. So, gehen wir erstmal ins Laboratorium. Gary, hallo Ben. Opa ist gerade nicht da. Das ist schön für dich. Und wie finden wir Opa? Indem wir einfach versuchen, mal hier rauszugehen.
Ey, ich warte, geh nicht raus. Was sag ich? Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Opa, ich will nicht länger warten. Gary, lass mich nachdenken. Ach, richtig. Ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Ben, dort liegt dort liegen drei Pokémon. Haha, sie befinden sich in dem Pokémon, als hätte ich das nicht gesehen, ey. Du denkst auch, ich bin blöder. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eins ab. Wähle. Gary, halt! Opa, und was ist mit mir? Hab ein wenig Geduld, Gary. Auch du sollst eines bekommen. Genau, wir haben jetzt die Auswahl zwischen Bisasam, Glumanda und Shigi. Ich nehme Bisasam. Ah, Bisasam soll es sein. Es ist leicht zu trainieren. Ben, du möchtest also das Pflanzen-Pokémon Bisasam. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Ben erhält Bisasam. Möchtest du Bisasam einen Spitznamen geben? Nö. Gary, ich nehme dieses hier. Gary hält Glumanda. Ich habe jetzt Bisasam nicht genommen, weil das jetzt leicht zu trainieren ist. Es liegt ganz einfach daran, dass man mit Bisasam die besten Chancen gegen die ersten drei Arena-Leiter hat. Deshalb habe ich Bisasam gewählt. Gary, warte, Ben. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Verlierst doch eh. Eine Herausforderung von Rivale Gary. Glumanda wird von Rivale Gary in den Kampf geschickt und los geht's. Los, Bisasam! Eich, oben, Himmels Willen, aufdringlich wie immer. Ben, dies ist dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn Trainer mit Pokémon gegeneinander kämpfen. Ach was! Der Trainer, dem es gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem er die KP auf 0 bringt, gewinnt. Aber darüber zu reden hilft nicht. Du musst selbst deine Erfahrung machen. Kämpfe und lerne. Tegel. Dem Gegner Schaden zuzufügen ist der Schlüssel zum Sieg. Ja, ach was. Du bist aber schlau. Ein Volltreffer. Ja, nun nervt mich denn hier, man nicht, Alter. Aber jetzt bist du platt. Muha. Glumanda wurde besiegt. Bisasam erhält 69 Erfahrungspunkte. Bisasam erreicht Level 6. Also das ist auch eine Neuerung gegenüber Rot, dass man jetzt auch sieht, wann man wie zum nächsten Level aufsteigt. Bei Feuerrot. Also es gibt einige Neuerungen bei Feuerrot gegenüber der normalen Version. Was? Unmöglich! Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Ben gewinnt 80 Yen. Keine Ahnung, was das für eine Währung da ist. Grandios. Bei einem Sieg erhältst du ein Preisgeld und deine Pokémon werden stärker. Kämpfe gegen andere Trainer und stärke so deine Pokémon. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Ben, Opa, wir sehen uns später. Genau, Doppelt ist er ja. Genau, wir gehen jetzt nach Britannia City, um ein Paket abzuholen. Oh, und kriegen gleich Pokémon-Kampf umgesetzt. Ertaub sie, na, gegen das Kämpfer oder gleich mal. Los, wie sind wir? Level 2. Vielleicht kriegen wir noch ein Level ab. Erhält 15 EP Erfahrungspunkte. Ja, gibt's noch irgendwas zum Spiel zu sagen? Also ihr habt das jetzt mit den Erfahrungspunkten gesehen.
Nachdem wir die Top 4 besiegt haben, geht das Spiel im Gegensatz zur normalen roten Version, geht es dann noch weiter. Auf irgendwelchen Inseln, wo ich gerade den Namen vergessen habe. Verdammt. Fragt mich jetzt nicht nach den Inseln, Leute. Ich habe den Namen vergessen. Egal. Auf jeden Fall geht es auf diesen Inseln weiter. Ihr könnt mir ja gerne den Namen mal unter das Video posten. Ich weiß jetzt echt nicht den Namen. Und dort können wir dann auch die Pokémon aus Gold und Silber, was glaube ich, fangen. Und Level up wieder. Dieser Samen reicht Level 7. Dieser Samen lernt Ickelsamen. Way. Und ja, da gibt es dann auch noch mal einige Kämpfer, aber wir müssen erstmal die Top 4 besiegen. So, wir sind in Portania City. Ich gehe gleich mal ins Pokémon Center. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon, weil wir sie wieder fit. Okay, ich nehme deine Pokémon in die Obhut. Ja, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Was ich natürlich auch ab und zu mal machen werde, ist offscreen leveln. Ich habe keine Lust, jetzt euch die ganze Zeit zu gucken zu lassen, falls ich mal im Pokémon leveln muss, wie ich das Level-Tour mache. Whatever. Hey, kommst du aus Alabaster? Ja, irgendwie schon. Professor Eis schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Ben erhält Eispaket. Ben packt Eispaket in Basis-Item-Tasche. Ja, die Item-Tasche ist jetzt auch ein bisschen besser geworden. Wir haben verschiedene Taschen, weil in Rot war es ja so, da war alles in einer Tasche, hier ist es alles schön aufgeteilt. Werden wir dann später nochmal erkunden. Na komm. Na komm. Und ja, ansonsten weiß ich jetzt im Moment nicht, was es zum Spiel zu sagen gibt. Also es ist die normale Story von Pokémon Edition Rot. Und ja, erst nach dem Top 4 wird es dann ein bisschen anders, die Story. Also geht im Gegenzug zu Rot, geht sie dann weiter. Hallo Ben, wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich. Ben übergeht Professor Eich das Paket. Jawohl. Auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Gary, Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Es ist eine Art Hightech-Lexikon. Ben, Gary, diese beiden sind für euch. Ben erhält ein Pokédex von Professor Eich. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen und detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen, benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Ben erhält 5 Pokébälle. Ben packt Pokébälle in Pokéball-Tasche. Taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach einen Pokéball und versuche es. Doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell, man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt, ich schaffe es nicht mehr. Also bitte, ich euch meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Ober, überlass es ruhig mir. Ben, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und die soll dir keine geben, Ben. Hahaha. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Mew zu fangen. Da muss ich aber nochmal gucken, wie das war. Muss ich mich nochmal belesen, wie das dann ging mit dem Mew. Ben, du solltest eine kurze Pause einlegen. Und ich bin gerade ins falsche Haus gelaufen. Na gut, du und dein Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. War das noch mit dem Mew? Ach, das war ganz kompliziert. Ich habe auch mal in der normalen roten Edition steht eigentlich da, man kann kein Mew fangen.
Aber es geht. Ich hatte auch mal Mew. Auf Level 9 oder so ist das zwar nur, aber man hat ein Mew. Opa hat dich um einen Botenbank gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Ben erhält eine Karte. Ben packt Karte in Basis-Item-Tasche. So, dann ziehen wir mal los. Ein Ratzfratz auf Level 3. Ne, ich fange mir erst in... gut, jetzt hätte ich diese Samen leveln können, verdammt. Hab ich noch nicht mitgedacht. Ich fange mir erst im... Fertania-Wald fange ich mir erst ein paar Pokémon. Sei, ne, hier kommt jetzt kein dolles Pokémon. Jetzt kann ich mal leveln ein bisschen. Ja, Tegel, genau. Ich brauche ja dann noch eine kleine Pflanzenattacke. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level diese Samen irgendwie Rankenhieb oder so lernt. Weil es schon wieder ewig her ist, dass ich zum letzten Mal Pokémon gespielt habe. Und ja. So. Ich habe gut mal ein bisschen die Häuser hier. Puh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Toll für dich. Okay, lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Was steht da? Die Tafel zeigt Statuswechsel der Pokémon während des Kampfes an. Welches Thema möchtest du lesen? Was ist denn das nochmal? Wenn ein Pokémon schläft, kann es nicht angreifen. Ein Schlaf-Pokémon wacht oder kann nicht auf. Muss es aufhören. Ja, gut, ich kenne eigentlich alles. Da ich früher sehr Pokémon-Farmer war, weiß ich eigentlich Bescheid. Ich gehe noch mal in den Laden. Ich will ein bisschen was kaufen hier. Muss natürlich noch mal 5 Pokébälle haben. Ja. Und noch ein paar Tränke wären nicht schlecht. 4 Stück müssen reichen. So. Nö. Wenn ich zum Einkaufen nach Memorial City möchte, muss ich immer durch den Fertania-Wald gehen. Oh, ja, das musst du. Nun, jetzt hatte ich meinen Kaffee und alles, was ich brauche, um loszulegen. Hm. Ach ja, der Typ, wir hätten wir noch nicht Professor Eispaket geholt, dann hätte uns der Typ aufgehalten, weil er irgendwie noch keinen Kaffee hatte und da hat er schlechte Laune und bla. Hm, was ist das für eine rote Box? Ah, du arbeitest an einem Pokédex. Damit will ich dir einen Ratschlag geben. Der Pokédex wird mit jedem neu gefangenen Pokémon aktualisiert. Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Ich sollte es dir wohl besser zeigen. Nein, solltest du nicht. Oh, Mann. Ein Hornliu erscheint. Ja, der zeigt uns jetzt, wie man Pokémon fängt. Aber das wissen wir natürlich nicht. Hust, hust. Oh, bei mir wäre das Horn hier schon 5-mal gefangen worden. Toll, Hornlio wurde gefangen. Way. Kannst du mir gleich geben? So, das war doch perfekt. Perfekter Anschauungsunterricht. Nee, eigentlich nicht. Und hier nimmt dies auch. Lehrkanal. Ben packt Lehrkanal in Basis-Item. Falls es etwas gibt, das du nicht verstehst, dann schau da rein. Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Aha. Äußerst interessant. Route 2. Na hier, rein da. Hast du schon einen Ratzfratz gefangen? Es ist klein, aber sein Biss ist heftig. Naja, ich hätte die Chance gehabt, aber wollte es nicht haben. Du gehst in den Fertania-Wald, sei auf der Hut, dort verläuft man sich leicht.
Fertania-Wald. So, ich kenne den Weg noch ein bisschen auswendig. Ha! Ein Hundliu. Das fange ich mir jetzt aber. Alter! Begifte mich nicht. Scheiße, ich hätte ins Pokémon Center gehen können. Werde ich jetzt auch noch tun, dann habe ich ja völlig vergessen. Ja, ja. Komm, Tackle! Jetzt. Wenn sie jetzt Pokéball. Moin, moin, moin. Klack. Toll, Hornliebe wurde gefangen. Für Hornliebe wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es liegt bevorzugt in Wäldern und im hohen Gras. Auf dem Kopf trägt es einen ca. 5 cm langen, spitzen, giftigen Stachel. Nö, möchte ich nicht. Meine Pokémon kriegen keine Spitznamen. So, ich gehe jetzt nochmal zurück nach Fertania City, um meine alten Pokémon wieder aufzufrischen im Pokémon Center. Willkommen im Pokémon Center, wir haben deine Pokémon, mach sie wieder fit. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Das ist eigentlich hier oben nochmal gewesen. War auch mal was. Hallo, ich bin Tela. Dies scheint dein erstes Mal hier zu sein. Ich zeige dir, wie das drahtlose Kommunikationssystem funktioniert. Zunächst zeige ich dir dieses Stockwerk unserer Pokémon Centers. Hier entlang, bitte. Im Ogerschux gibt es zwei Clubs. Zum einen den Club links, das ist der Connex Club. Hier kannst du Trainer treffen, die ebenfalls den Connex Club beigetreten haben. Du kannst mit ihnen sprechen, kämpfen und tauschen. Zum zweiten den Club rechts, das ist der direkte Club. Hier kannst du mit Pokémon gegen Freunde kämpfen oder sie tauschen. Falls der drahtlose Game Boy Adapter nicht eingesteckt ist, kannst du das VR Game Link Kabel benutzen. In diesem Fall musst du den direkten Club betreten. Viel Vergnügen. Demzufolge ist diese Etage uninteressant für uns, weil ich spiele eh über Emulator. Ups. Ich sollte weniger die Vorspültaste nutzen. Fertania-Wald. Dass ich meine Hornli auch mal ein bisschen trainieren will. Nehme ich das Hornli als noch Hornli auf Level 3. Los Hornli. Und jetzt tausche ich wieder. Dann bekommen beide ein paar Erfahrungspunkte. Los, Bisasam. Hallo, Tackle. Oh, komm, zieh den Kampf nicht unnötig in die Länge. Ja klar, jetzt ging das Scheißding auch noch daneben. Danke. Hornli wurde besiegt. Hornli erhält 11 Erfahrungspunkte, Bisasam erhält 11 Erfahrungspunkte. Geile Scheiße. Und Raupi.
kurz vor der Entwicklung. Ich hab's noch im Kopf, dass Raupi sich auf Level 6 zum Osten entwickelt. Was? Level 6? Ich glaube schon. Ach, ich werde mich noch irgendwann noch mal im Internet belesen. Wann sich die ganzen Pokémon noch mal entwickeln, auf welchem Level. Ich bin hier hin. Was bei dieser Samenwiese ist, da ist Level 16 und 32. Ecke. Hallo! Ich dachte zweimal hintereinander. So, alles klar. Ich will wieder ein Zimetbo haben. Deshalb werde ich jetzt auch mal bevorzugt Raubi trainieren. Blick. Für Raubi wurde gefangen. Für Raubi wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Seine Haut ist grün, beim Wachsen streift es sie ab. Und verpuppt sich in einen Seidenkokon. Möchtest du Raupi einen Spitznamen geben? Nein, möchte ich nicht. Damit ich jetzt nicht mehr zurücklatschen muss. Ich Raupi ja vom Trank. Ja, genau. Ach halt, ich würde noch tauschen müssen. Verderben. Oh, ein Kukuna! Das fange ich mir dann. Scheiß auf Hornleo. Ja, nicht Beutel, ey. Was ist denn mal da? Ich will Pokémon. Ja gut, kann eh nur Herb machen. Scheiße, ey. Das kann dauern. Ja, aber ey, wieso darf der nur zweimal hintereinander? So ein Scheiß. Komm, einmal Tickel geht noch. Scheiße! Okay, hab ich's umgebracht. Dieser Samenhelfen. Verdammt! Damn it! Ist doch getötet. Raupi ein bisschen trainieren, weil es braucht nur noch ein Level. Ich habe Gegengift gefunden. Braucht nur noch ein Level, dann entwickelt sich es weiter. Zu Safcon. Ich bin zwar klein, aber ich will nicht, dass du mich deswegen gewinnen lässt. Sowieso nicht. Ich würde dich niemals gewinnen lassen. Hallo, wer bin ich denn? Ah, Raupi, ja. Dann machen wir hier mit deinem schönen Raupi. Los, Raupi.